Hallo Leute, zum KP-Rate für den Arsch und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich bin Seferaton und wir spielen ein bisschen SimCity, der fünfte Teil. Das Spiel, was mich momentan total bekloppt macht und zum Zombie. Ja, ich werde mal später so ein bisschen erklären, warum. Beziehungsweise es folgt jetzt gleich. Und bevor wir anfangen, mal kurz eine kleine Anekdote. Und zwar war das Spiel eigentlich dabei, also von meiner Seite aus so gedacht, dass ich das komplett klein spiele. Und eigentlich hätte ich das auch geschafft. Hätte mein Aufnahmeprogramm nicht gedacht, ich mache mal so eine 2,5 Stunden Aufnahme einfach mal kaputt. Indem ich dir sage, du hast nicht genug Speicherplatz, obwohl du noch 900 GB frei hast. Ja, gut. Kein Problem, Aufnahmeprogramm. Das Problem daran ist jetzt, ich habe mittlerweile in der Aufnahme 2 Städte aufgebaut. Mehr oder weniger. Und ja, bevor ich... Also vielleicht kann ich noch das Tutorial irgendwie retten, mal gucken. Aber bevor ich jetzt hier weitermachen möchte, möchte ich euch erstmal die Städte zeigen, die ich bislang gebaut habe. Dass ihr so eine Ahnung habt, was ich gemacht habe. Momentan seht ihr hier eine Straßenansicht von meiner zweiten Stadt. Und man sieht, da hinten sind ein paar schöne Wolkenkratzer. Da ist noch ein bisschen mehr. Gehen wir hier ein bisschen raus. So. Das ist wie gesagt meine zweite Stadt. Wir stellen ein. Okay, sieht ziemlich kaputt aus, das Gebäude da. Eine Casino-Stadt. Zumindest versuche ich mich momentan an der Casino-Stadt. Man sieht, von den Finanzen sieht es nicht ganz so toll aus. Kurzzeitig war ich sogar im Minus. Und ja, das macht hier 7.000 Verlust. Das macht hier 4.000 Gewinn. Hier habe ich einen schönen Ferienhafen. Einen, ja, Bahnhof. Hier generell schon ziemlich relativ weiterentwickelt. Momentan sträuben sich noch die Leute, dass sich wirklich alle weiterentwickeln, weil ich hier angeblich viel zu viele Verbrechen und sowas hätte. Ja. Ne? Lügen. und so. Und ich müsste auch mal die Bildung vorantreiben, nur habe ich nicht genug Geld dafür. Deswegen habe ich auch so ein bisschen versucht, auf Tourismus zu gehen, aber ja, es funktioniert zu teilen, sagen wir es mal so. Ich muss das noch dringend ein bisschen ausbauen und hoffe, ich mache dann mal genug Geld damit, dass ich dann auch vernünftig hier meine Stadt ausbauen kann. Aber momentan habe ich nicht wirklich Einnahmequellen außer Wohngebiete, wenn ihr euch das mal kurz anguckt. Wohngebiete. Nur, da möchten ja auch keine neuen Leute einziehen, wenn ich die Steuern zu hoch hebe. Also, naja. Ja, das nur mal kurz meine zweite Stadt. Sorry, das war meine zweite Stadt, die ich gebaut habe. Wir gehen dann nochmal kurz zu meiner ersten Stadt. Ja, das war die falsche Ansicht. Mit dem Menü komme ich noch nicht ganz klar. Aber das soll ja halb so wild sein. Ich werde es zum größten Teil auch alles erklären, wie es funktioniert und so. Das soll ja ein, größtenteils Blind Display und so sein, ne? Das werden wir erstmal schön lange für den Ladebildschirm rauchen. Ach ja, das Spiel. Was ich auch komisch finde ist, ich habe gestern noch mein Profilbild gewechselt und das hat er dann auch angenommen und das waren auch wirklich alle Profilbilder im Spiel selber gewechselt. Nur, ja, also quasi das war gestern. Heute ist heute. Und heute sollte das Bild eigentlich immer noch gewechselt sein, ist es aber nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Das sind die, ach so, tollen und bekannten SimCity-Server. Oder ist was zum Planieren. Bup. So. Okay, das ist meine zweite Stadt. Wie man sieht, hier ist das alles schon ein bisschen weiter ausgebaut. Die Stadt sah noch nicht so gut aus, als ich mit der zweiten angefangen habe. Es hat sich quasi alles nebenbei entwickelt. Hier musste ich so eine Schienenstrecke durchziehen. Ja, damit ich hier halt alle drei Hauptstraßen miteinander verbunden kriege. Das Problem an der Stadt ist der Verkehr. Während ich das bei der anderen Stadt wirklich gut hingekriegt habe mit dem Verkehr wegen diesem Rundkreis dort. Ja, jetzt momentan sieht es eigentlich richtig gut aus. Normalerweise ist das alles, was hier gelb ist, rot. Und hier auch noch zum Großteil rot. Ja. Also ich versuche mal so ein bisschen beide Städte zu kombinieren. Ich habe hier übrigens auch viel zu viel, also was das alles genau zu bedeuten hat, das werde ich euch dann im Laufe des Displays erklären. Ich habe hier viel zu viele Gewerbegebiete, ja, weil die immer sich beschweren, wir haben zu wenig Kunden.
Wobei es gar nicht mal nach so viel eigentlich aussieht, aber naja, es ist anscheinend immer noch zu viel. Was ich übrigens toll an dem Spiel finde, das kann ich euch ja mal kurz zeigen. Ich habe einen Überschuss an 28.000 Stellen. Und also von 43.000, die ich habe, sind 28 frei. Ich wiederhole, die sind frei. Die Leute wollen hier quasi nicht arbeiten. Aber es sagt, ich brauche quasi Gewerbegebiete. Also Fabriken und so weiter, um neue Jobs zu schaffen. Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht so ganz. Aber ich denke mal, da werden wir noch irgendwie in die Materie reinkommen. Ich hoffe es zumindest sehr. Okay, und bevor wir jetzt aber hier mit irgendeiner dieser Städte weitermachen, weil bestimmt jetzt gleich wieder eine Aufgabe auf mich zukommt, die ich eigentlich erledigen sollte, gehe ich einfach mal, ups, das war wieder die falsche Taste, gehe ich hier aus der Ansicht raus und dann suchen wir uns mal ein schönes Fleckchen. Ich zoome mal hier hin. Was eventuell mit allen unseren Gebieten verbunden ist, was wir dazu benutzen können, irgendwie eine Stadt aufzubauen. Ja, wenn man sieht, hier sind viel mehr Häuser und alles, auch vor allem weiterentwickelte Häuser als dort. Da hakt es momentan so ein bisschen. Ja. Ich würde sagen, also mir gefällt fast die Ecke hier. Die sieht eigentlich richtig gut aus, auch wenn da so ein kleiner Berg und so ist. Ist auf jeden Fall auch mit den Schienen verbunden. Die Schienen gehen nämlich hier so lang. Die Schienen gehen auch nur nach da drüben hin. Wobei es hier nicht gut aussieht mit dem Wind. Wobei, will ich überhaupt auf Wind? Energie? Ich denke mal, ich werde sowieso später umsiedeln, aber man hängt eigentlich ziemlich lange an Windenergie. Habe ich das Glück, dass ich quasi von dem hier Strom abkaufen kann? Das funktioniert. Ich weiß nicht, ob es hier auch funktionieren würde. Müsste eigentlich funktionieren. Weil das auch eine Autobahnverbindung haben sollte. Weil hier mache ich guten Überschuss mit meinem Atomkraftwerk da hinten. Irgendwie ist meine Nase gerade so komisch. Ja, ich würde fast sagen, wir ziehen einfach nach dort. Beanspruchen. Schwoffberg heißt die Gegend momentan noch. Später können wir es zum Glück umbenennen. Ich würde nicht gerne in einer Stadt leben, die Schwoffberg heißt. Okay, ich werde jetzt mal kurz das Spiel pausieren. Okay, die Autobahnverbindung ist dort drüben, weil hier ein Tunnel durchgeht. Ja, auch nicht schlecht. Okay. Kann ich mit leben? Ich würde eigentlich auch wieder gerne eine Touristenstadt machen, wenn ich ehrlich bin, sodass wir hier einen Tourismus reinbringen. Also ich werde grundsätzlich, das sage ich euch jetzt schon mal, komplett auf Krediten laufen. Also die Leute, die das Spiel kennen. Ich habe immer alle Kredite auf voll. Deswegen meckert bitte nicht. Ich weiß, dass es nicht die beste Möglichkeit ist, aber ich möchte vor allem am Anfang immer eine gute Infrastruktur schon irgendwie reinbringen und deswegen haue ich immer sämtliche Kredite raus. Ich glaube, ich weiß auch, wie ich das ungefähr von den Straßen später machen werde. Ich werde übrigens extrem klein anfangen dieses Mal. Ich werde keine große Stadt bauen, ich werde kleine Städte machen. Mal gucken, vielleicht kriege ich es halt. Wie teuer ist die? 10 Simoleons pro Stück. Vielleicht werde ich es halt doch schaffen ohne Kredite fürs Erste. Ich möchte jetzt erstmal hier. So eine schöne. Ich weiß, dass eckig eigentlich besser ist. Wobei ich hier viel zu viel Platz gelassen habe eigentlich. Aber hier können so ein paar. Weil ich möchte hier wieder eine Touristenstadt machen. Dann kommt später hier so eine Straße lang. Hier, dort und hier. Und dann müssen wir eigentlich einen schönen Kreis haben, mit dem wir arbeiten können. Gut, dann nehme ich jetzt erstmal die kleinen Straßen. Hilferaster. Kommen wir zu Hilfe. Das ist die Sache. Ich möchte eigentlich jetzt schon hier die Straßen so hinbauen, dass ich weiß, wie ich bauen kann und wie eben nicht. Ich werde, glaube ich, einen Kredit mir holen. Kredite, Verbindung zur Region. Achso, ja, kann ich erst machen, wenn ich mal kurz hier. So, ich denke mal, jetzt sollte es funktionieren. Na, komm schon. Ich bin doch schon mit der Region verbunden. So, geht doch. Finanzabteilung für Turf und so weiter und so fort.
Okay, ich werde mal hier einen 100er Kredit nehmen. Damit sind wir natürlich direkt in den Miesen, weil wir jetzt immer was nachzahlen müssen. Okay, die Straße möchte ich da so. Ich mach nur ungefähr. Nein, ich möchte nicht so herum. Ich möchte die Straße eigentlich eben gerne. So. Und so haben wir eine ungefähre Struktur. Hier wird später die Straße halt so, wie gesagt, dann da dran und dann da an die Straße. Wobei die ein bisschen zu kurvig ist, dann müssen wir die so machen. Und ich finde, das sieht jetzt schon mal ganz knorke aus. Ja. Ich zieh mal. Weiß ich eigentlich gar nicht, lohnt so eine Straße zu ziehen. Wo sind eigentlich die Schienen? Hier oben. Wir werden eine Schienenverbindung später bauen müssen. Zu dem. Ich hätte dann am liebsten die Schienen hier unten lang und hier dann quasi den Bahnhof. Dann kommt hier die Hauptmetropolstadt der Touristen hin. Dann kann hier überall. Moment, Windrichtung, Windrichtung. Das ist ja noch ganz wichtig. Gib mir mal die Windkarte hier. Zieht nach unten. Wenn wir hier dann quasi Städte bauen und hier noch ein bisschen, dann können wir da nämlich Wasser und alles hinrotzen. Hier an der Schiene entlang, dass man da quasi erstmal mit den Schienen vorbeiläuft. Dann möchte ich nochmal kurz die Wasserkarte sehen. Also ich werde jetzt alles nach und nach erklären. Okay, gut. Okay, also erstmal zur Windrichtung. Ich raste hier wieder langsam durch. Es tut mir leid. Ich wollte doch alles erklären. Zur Windrichtung. Also, was man zur Windrichtung sagen muss. Man sieht hier diese Pfeile. Das ist die Windrichtung. Es gibt vor allem Gebäude, wie zum Beispiel Fabriken, die Smog verursachen. Nicht gut für Bürger, nicht gut für Tourismus. Ganz klar. Und deswegen versucht man, das so hinzubauen, dass die Wohngebiete und die Tourismusabteilungen möglichst wenig davon abkriegen. Das Problem hierbei ist nur, dass quasi den Smog, den ich hier produziere, quasi zu meiner Stadt dort drüben hingehen. Aber die Stadt ist quasi verloren. Also ich sehe da nicht allzu viele Chancen für die Stadt. Ich würde mich lieber eher auf die hier fokussieren. Ich werde dann später wahrscheinlich auch die meisten Gebiete hier abreißen und da Wohngebiete hin machen. Außer hier so ein paar Kläranlagen und das ist alles, was man braucht. Und quasi die Scheiße abzutransportieren und ja, Wasser und sowas herzustellen und natürlich noch Strom. Das macht natürlich auch noch ein bisschen Smog. Ich werde dann auch auf Atomkraft gehen. Bei Windkraft, da muss ich erstmal was für erforschen. Ich bin noch in keiner Stadt dazu gekommen, wie heißt, eine Universität zu bauen und um wirklich was erforschen zu können. Ja, und was ich jetzt geguckt habe hier mit der Windkarte, mit der Wasserkarte. Die Gebiete, die blau markiert sind, die haben viel Wasser. Und dort sollte man am besten damit anfangen, auch Wasser abzubauen. Das Problem ist nur, also das ist das Grundwasser. Das Problem ist nur, das Wasser verschwindet auch nach einer Zeit. Das bedeutet, wenn man nicht aufpasst, hat man auf einmal kein Wasser mehr. Man kann das zwar so ein bisschen verarschen, indem man quasi eine Kläranlage baut. Die Kläranlage macht aus dem, also das ist nicht verarschen, das ist, denke ich mal, so gewollt. Die Kläranlage macht quasi aus dem ganzen wortwörtlich Scheiß. Es abtransportiert sauberes Wasser. Und das transportiert es quasi wieder in das Grundwasser. Und wenn man daneben das baut zum, hier, die Pumpstation oder so ein Wasserturm, um quasi Wasser zu holen, hat man eigentlich keine Probleme mehr mit dem Wasser. Es funktioniert eigentlich relativ gut. Dann. Aber gut, wir müssen dann erstmal doch noch ein paar fette Straßen bauen. Ich mach mal kurz die Wasserkarte hier aus. Ein paar fette Straßen bauen. Das ist falsch herum, SimCity. So. Unsere ungefähre Infrastruktur ist damit schon mal. Da. Da oben kommt dann erstmal, man fängt eigentlich immer an mit Windkraft. Da oben kommt dann erstmal so ein Windkraftteil hin. Ja, und hier unten werde ich dann halt das ganze Wasser und so fördern. Und weil ich dann halt auch ein paar Gewerbegebiete von Anfang an brauche, werde ich dann quasi hier hinsetzen. Deswegen habe ich hier die Straßen hingeschoben.
Und hier kommen dann die ganzen Leute hin. Es ruckelt gerade leicht, was mir nicht gefallen will, aber gut. Und ich denke mal, das sollte dann so ungefähr passen. Okay, gut, dann bauen wir mal ein paar Stadtgebiete auf. Das mache ich dann meistens gar nicht mehr so eckig. Das mache ich dann meistens relativ gerade. Okay, dann kriegt das hier ein bisschen mehr Platz. Nein, ich möchte bitte gerade bauen. Dankeschön. Ja, das sieht relativ gerade aus. So, und dann kann ich wieder mich mit den Hilfslinien bedienen. Na, komm. Da, gerade Straße. Gut. War ein bisschen zu weit gebaut, ist aber gut. Damit kann ich dann bis dahin bauen. Okay, gut. Das sollte erstmal reichen. Ich werde dann diese drei Gebiete hier verbinden. Ist doch schon längst verbunden. So, damit haben wir hier schon mal. Nee, ich lasse das erstmal bleiben. Hier kommen schon die ersten Wagen und bauen die ersten Gebäude. Jetzt ist natürlich auch ein Bedarf an Shopping. Und weil hier halt die ganze Metropole hinkommt. Okay, erstmal pausieren. Jetzt kommt wieder zu viel auf einmal. Weil hier die Metropole der Touristen hinkommt, werden hier natürlich dann auch attraktive Shopping-Angebote hinkommen. Moment, wenn hier dieses Teil. Ach, ich muss natürlich noch Planungen machen, wo der Flughafen hinkommt. Mietz hätte ich denn da oben? Weil hier sehe ich schon eine florierende Stadt überall. Da oben und dann eine Verbindung da unten, dann knüpfen dann die Straßenbahnen und das alles. Weil es eigentlich immer besser ist, den Flughafen in der Nähe zu haben. Der Flughafen ist übrigens extrem riesig. As you can see. Hier könnten wir den überall dran botzen. Der Flughafen hier wäre natürlich. Ich baue ihn jetzt noch nicht, ich gucke nur. Keine Sorge. Also hier mitten im Touristenteil natürlich nicht. Wobei sich der Flughafen hier ungefähr ganz gut machen würde. Ach, die Schatten zacken gerade ganz schön ab. Hier. Ich weiß, dass ein Flughafen noch ein bisschen mehr Platz dann daneben braucht. Aber die Eisen, also die Schienenverbindung sollten wir trotzdem bauen können. Eigentlich. Hoffentlich. Für drei Bahnen können wir dann nämlich noch anbauen. Im Endeffekt. Sollte trotzdem funktionieren. Ich hoffe es sehr. Wir werden dann die Eisenbahnverbindung so weit außen wie nur möglich bauen. Okay. Aber erstmal zurück zu den Gebieten. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Shopping brauchen. Das ist schon zu viel für unsere kleine Stadt. Ich mach mal so. Und weil hier wird dann so eine große Shoppingstraße hinkommen. Hier wird die Tourismusstraße hinkommen. Hier wird dann überall Wohngebiete hinkommen und so weiter und so fort. Also hier so Tourismus und hier Casinos und das alles. Ich habe schon so eine ungefähre Ahnung, wie ich das machen möchte. Okay, und dann kommen hier. Diese Straßen hin. Die ganz kleinen wieder. Um hier ein paar Gewerbegebiete bauen zu können. Wobei ich davon gar nicht so viel haben möchte. Das hält auch eher die Touristen fern. Da natürlich die Touristen nicht wirklich viel Smog haben wollen. Wie schon gesagt. Okay. Wenn wir jetzt quasi weitermachen. Ups. Dann wird hier quasi alles einmal aufgebaut. Langsam kommen die Leute in die Stadt und machen hoffentlich gleich wieder Plus. Die Leute geben uns dann natürlich auch Steuern und das alles. Ach, und ich brauche Strom und. Ach ja. Okay, also Strom, Wasser. Das kann ich einfach mal dahin botzen. Das sollte für den Anfang reichen, so ein einfacher Bohrturm. Das sollte auch für den Anfang reichen, wobei ich hier nur 7 km/h mache. Okay, ich habe trotzdem Überschuss, das ist gut.
Und Abwasser. Das ist immer die größte Scheiße, weil am Anfang wird damit der ganze Boden verpestet. Was immer. Maximale Unterstützung dichte niedrig. Ja, es kostet auch Geld. Ich werde jetzt aber mal hier so eine Landstraße hochbauen. Denn das möchte ich nur dafür da haben. Ups, das war das Falsche. Um hier so ein Endturm, also so ein Endrohr heißt, hin zu platzieren. Das Endrohr pumpt quasi das, ja, den ganzen Dreck in den Boden. Und das verursacht dann dementsprechend Bodenverschmutzung. Und das ist nicht gut. Okay, dann wollen wir nochmal schauen. Sympathie. Ja, wenn das mal hier anfängt zu produzieren, habe ich Überschuss. Ja, wir stellen Leute ein. Ah, mach mal hinne. Los. Ach, ich würde aber sagen. Ach, das sind Leute. Okay, ich würde aber sagen. Das war's für den ersten Part. Beim nächsten Mal sehen wir dann unsere Stadt zu, wie sie wächst und gedeiht. Hoffentlich. Und würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder auch gerne bei anderen Projekten wieder. Bis denn und. Schau, mit V.